Also, Eher ein 10. was? Also, bis wann bist du da? Eher ein 10 Minuten. los? Bringst einen Stuhl mit, ja, wenn du reinkommst. Alles klar, bis dann. Tja, und damit herzlich willkommen zum unbeliebtesten Let's Play-Format auf YouTube. Wir spielen heute eine Runde Let's Noob, Counter-Strike CSGO. Ich bin wie immer in einem Account drin, in einem hochgerankten Menschen und werde seinen Nickname in den Dreck ziehen, weil ich nämlich keine Ahnung von dem Spiel habe. Ich habe gestern so eine Stunde CSGO gezockt, habe mir so ein paar Sachen erklären lassen. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Maps, keine Ahnung von jeglichem anderen Scheiß. Die Sendung wird natürlich wie immer präsentiert von unserem Sponsor Nintendo Game Boy. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr immer für mich da seid. So, und wir spielen natürlich jetzt, wir fangen gleich an. Wir sind auf Mikla Casual. Community Map created by Dr. Prezel. So, join gleich mal hier Counter Terrorists rein. Kaufen uns natürlich die Desert Eagle und eine Granate. Und gehen hier gleich hart rein. Ja. So viel gibt's hier gar nicht zu sagen. Es ist sehr, sehr schwer für mich, gleichzeitig zu reden und zu spielen. Das ist so eine Konzentrationssache, das ist also. Ich weiß, viele können das. Ich nicht. Aber ich probiere mein Bestes. Nicht. So, am Anfang weiß man natürlich, bei CSGO hat man natürlich keine krassen Waffen. Und sollte erstmal am besten unmuten. Aber wir sind Pros, wir brauchen das nicht. Wir gehen einfach sofort rein. Zack, zack, zack. Ja, und dann sind wir auch schon wieder gestorben. Nachher bekommen wir übrigens auch noch Gäste in die Sendung. Damit es hier nicht zu langweilig wird, weil, also ihr guckt jemanden beim Spielen zu. Naja, kann ich mir halt auch schon mal vorstellen, dass das einfach nicht so unterhaltsam ist. Oder? Ich kann ja nebenbei irgendwas Tolles erzählen. Also auch Kondome zum Beispiel haben ein Ablaufdatum. Vergiss das nicht. Man braucht 10 Mann, um mindestens 10 Mann, um eine Big Band zu gründen. Und Sigmund Freud hat seinen Patienten Kokain verschrieben, um von der Alkoholsucht wegzukommen. Auch wenn das hier nicht unterhaltsam wird, habt ihr jetzt wenigstens was gelernt. Wir gehen jetzt hier hart mit einer Elite-Build-Rifle rein. Ich kenn mich hier sehr gut in der Map aus. Wir gucken mal, wo wir irgendwie zu den Gegnern kommen. Oh shit. Und dann sind wir auch schon wieder tot. Ah, Mies von hinten. So, dann eigentlich hier David. Schöne Sitzer hat euch gut zusammengefasst. Ein sehr schönes Spiel, CSGO. Mit sehr wenig Hackern.
sehr wenig Beschuldigungen. Also, wenn du hier das erste Mal spielst, CSGO, bist du sehr, sehr warm und herzlich aufgenommen. Alle helfen dir, alle erklären dir, wie das Spiel funktioniert. Beschimpfen dich nicht einfach irgendwie als Noob oder so. Und ich finde es wichtig, gerade beim Online-Spielen, dass du halt Leuten auch die Chance gibst, dich da zu entfalten und Sachen dazu zu lernen. Und nicht da einfach irgendwie grundlos in, wo du, grundlos in den Boden gehatet wirst. Und dann haben wir auch schon unseren ersten Kill in der Tasche. Oh, das war schon. So, der King im Ring hat mir vorhin so einen kleinen Trick gezeigt. Und zwar kann man, wenn du jetzt hier unten siehst, okay, Platz spricht ja gerade irgendwie seinen russischen, beleidigt er irgendwie gerade seinen russischen Kumpel. Dann kannst du da einfach muten. Jeton Idri, Jeton Jumper. Oder Balrog erzählt dir irgendwas über. Über Drogen halt. Ja. Block Communication. So, dann muss man ja nicht mehr zuhören. Leider haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, alle auf einmal einfach zu muten. Hey, wenn ihr da draußen wisst, wie das funktioniert, schreibt das doch einfach mal. Sucht doch einfach mal einen Weg, mir das zu erklären. Und dann kann ich zu meinen coolen CSGO-Freunden gehen und sagen, ey Jungs, ich weiß, ich spiele das schon ein bisschen länger als ich, aber ich habe da einen coolen Trick. Wollen wir mal hier ein bisschen distracten? Ja, okay. Hat schon ein bisschen Angst, glaube ich. Ja, wir haben noch einen Flashbang, nice. Flashbang. Und da sind wir auch schon wieder weg. Flashbang. Dieses letzte Noob-Format ist aus einer. Ja, also die Idee hat lange gereift. Bevor ich mich überhaupt dazu entschieden habe, das zu machen. Also. Es war so zu Ostern rum. Alter, mir fällt auch gerade auf, dass. Ja, also deswegen reden die auch in Deutsch, Alter. Ich kann Zahlen aufstellen. Das haben. Oh. Ja, und dann sind wir auch schon wieder weg. Am Ostern rum hatte ich so. War ich hier und. CSGO gespielt und dachte mir halt. Also, okay, also die Idee ist halt gerade entstanden. Ich habe gedacht, ich stelle die GoPro hin und dachte mir halt, okay, also es ist ja schon unglaublich langweilig, Leuten beim Spielen zuzugucken, aber Noobs beim Spielen zuzugucken, das ist doch der Key. Das ist die Philosophie, das ist
Der Sinn und der Geist von YouTube. Ja, normalerweise erzählen ja die Let's Player Menschen was über das Spiel so, die können halt was erzählen, so, ne? Sagen dann halt hier, oh, ja, jetzt hat er ihn no-scopig weggebasht, so. Was er macht, weiß ich nicht, aber. Go, go, go! Go, go. Yep, it's not. Ich hab den Sinn auch noch nicht ganz verstanden, also. Also, die Terroristen müssen eine Bombe. Die haben eine Bombe. Oh, jetzt habe ich meinen Kollegen da, glaube ich, schön weggehört. Oh, sorry! Im Smoke weggescoped. Inno Smoke 41. Achso, das war auch noch so ein Tipp. Also das habe ich jetzt natürlich nicht angewendet, aber man sollte immer nur lieber mehrmals draufdrücken, als durchzuziehen. Beim Schuss. Beim Töten. Aha. Ja, wir haben gerade die Runde verloren. Ich würde die Schuld. Nicht auf mich schieben. Also zwei solide Kills bisher. Oh shit, Alter. Da wurde hart von meiner Decoy-Granate verwirrt. Hier brennt's. Fire in the hole. Fire in the hallway. Da ist er. Oh, Smoke in the hallway. Grave in the hallway. Typ, der verschwindet im Hallway. Und. Mal. Oh. Jo. Gar nicht so schwer, wenn man vermutet, wo der Gegner steht. I did two more pieces with the scouts and then I do it.
Bomb, please. Give me the bomb. Laying down smoke. AGS, can you give me the bomb? Fire in the hole! Incendiary out! Throwing fire! Throwing flashbang! Thank you. Fuck! Incendiary out! Throwing fire! Throwing flashbang! Ah, sad. Respekt an diese ganzen Counter-Strike-Cracks, die solche Dinge machen. Oder solche Dinge machen. Ihr seht also Shit, mittlerweile ist auch ein bisschen die Luft raus hier, ne? Terroristen gewinnen die ganze Zeit. Ich bin nicht ein Terroristenteam. Und deswegen liken wir es. Move it. Doctor, can you give me the bomb? No, I'm doing a mission. Laying down smoke. Oh, okay, my friend. Flashbang. Incendiary. But if I die, you can take it. Okay. Also. Shit, I do it. Ist doch ein Typ da hingelaufen, oder? Ja. Schon mal sehr beliebt zu sein, Bilder von attraktiven Frauen bei Counter-Strike als Profilbild zu nehmen. Schon mal sehr beliebt zu sein, Geld für seine Waffen auszugeben, dass sie anders aussehen. Ich hab schon mal gehört, dass Happy Business gemacht wird. Ja, also bisher finde ich, würde ich dem Spiel ein Rating von 6 geben. Und also ein Rating von 13. Wenn ihr jetzt wissen wollt, auf welcher, also welche Skala ne? Ihr wollt ja auch wissen, interessiert euch ja auch sehr, wo, also, ne? Was 13, wie 13, von wie viel denn? Das Rating erkläre ich euch dann in der nächsten Folge. Und, hast du deinen Stuhl mitgebracht? Welchen Stuhl? Ja, dein Stuhl. Weißt du, du machst die ganze Sendung kaputt. Ich hab gesagt, du sollst einen Stuhl mitbringen. Ja. Reicht nicht. Dann machst du ein Let's Play? Let's Play? Let's Play sind total out, Alter. Wir machen ein Let's Noob! Ich hol einen Stuhl. Und hast du mir was zu essen mitgebracht? Nee. Geil, setz dich hin. Speisen wir fein zusammen und dann. Ich hab gesagt, nee. Das hab ich gehört. So. Ja, ihr seht, meine Laune ist gleich viel besser geworden. Weil mir das Aaron Child Essen mitgebracht hat. Und sich das Game. Boah. Das Game genau in diesem Moment aufgehangen hat. Und jetzt haben die Terroristen gewonnen. Ja, ich würde sagen,
sagen, machen wir es nicht zu lang. Willst du noch was sagen, so als Gast? Willst du noch irgendwas erzählen? Willst du noch was sagen? Ja, ich bin eben mit dem Fahrrad hingeflogen und der Kuchen ist über mich drüber geflogen. Also er lag vielleicht auf der Straße kurz. Und da war auch noch ein anderer drauf, der klebt jetzt an dem Auto. Würde ich sagen, in diesen Worten beenden wir jetzt das Let's Noob. Alter, da. Danke für das schöne Outro. Fuck. Ja, schöne Verletzung. Das war übrigens wahrscheinlich auch die letzte Folge, weil irgendwie weiß ich nicht, ich bin nicht so reingekommen. Ich habe irgendwie nicht das Feeling gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Er war viel besser als ein Noob. Und er hat gewonnen. Nee. Weiß ich nicht.